Eingeschnitten hat es noch in den letzten Stunden eine Walliser Nachrichten nicht gerade um das Erste, aber selbstverständlich geht es euch um das Wetter in der Ausgabe vom 24. November 2008. Weil es hat rund 31 cm Neuschnee im Oberwallis gegeben, das Brigg feiert die Fernfachhochschule das 10-jährige Jubiläum und schwache Beteiligung bei den Urversammlungen. Über diese und andere Themen berichten wir in Ton und Bild in den nächsten Minuten hier. In der Nacht auf den Montag hat es auch im Oberwallis Neuschnee gegeben. Im Letschental sind es 31 cm, das Ölriche 10 und das Grächen 28 cm gewesen. Auf dem Nufener Pass hat es laut Meteo Schweiz mittlerweile über 2 Meter Schnee. Die Fernfachhochschule Schweiz hat das Brigg auf erfolgreiche 10 Jahre zurückschauen. In diesen 10 Jahren ist sie von 30 auf 700 Studierende gewachsen. Das gesetzte Ziel vom nationalen Kompetenzzentrum auf den drei wichtigen Ebenen Erwachsenenbildung, Fachhochschule und Universität hat man in Zusammenarbeit mit der Klett-Akademie praktisch geschafft. Nachholbedarf steht laut dem Vizepräsidenten Wilhelm Schneider aber noch in der Forschung und im Marketing. Die Beteiligung an Urversammlungen im Oberwallis ist vor allem in einer grösseren Gemeinde tief. Laut dem Gemeindepräsident von Fischb, dem Röne im Oberdorf, ist die Beteiligung jetzt schon Jahre bei 80 bis 100 Stimmberechtigten, je nach Traktandenliste aber auch höher. Ähnlich sieht es auch das Brigg-Gleis und das Naterschuss. Wie der Politologe Georg Lutz meint, ist die tiefe Beteiligung aber nicht ein Zeichen für das Desinteresse an der Politik, vielmehr zeigen das die Zufriedenheit der Bevölkerung. Die Umbauarbeiten am MG-Bahntrasse zwischen Brigg und Fischb sind nach 5 Wochen termingerecht fertig. So sind die Züge ab dem Montagmorgen wieder fahrplanmässig gefahren. Bei den Umbauarbeiten hat man mit einem Budget von 17 Millionen Franken die gesamte Bahninfrastruktur ersetzt. Zum Sport, Fußball. Der Schweizer Internationale, der Gelson Fernandes, muss rund 3 Wochen pausieren. Der Mittelfeldspieler hat sich im letzten Testspiel gegen Finnland eine Muskelzerrung im rechten Oberschenkel zugezogen. Und Hockey, der EHC Fischb hat gegen die U20-Nationalmannschaft am Sonntagabend 3:1 gewonnen. Die Goal für die Fischber haben der Fuhrer, der Dolana und der Brühle gemacht. Der Eis in den Nachrichten gekehrt. Mit 31 cm hat es in der Nacht vom Sonntag auf den Montag im Letschental am meisten Neuschnee in der Schweiz gegeben. Ob die Frau Holle heute nächsten Tag noch die Kiste ausschüttelt oder doch in einer Pause macht, das sehen wir jetzt im Walliser Wetter. Bis kurz nach Mittag hat es eigentlich im ganzen Oberwallis noch ein bisschen gefleuchelt und danach hat es dann prompt die ersten Auffälligen gegeben und man hat stückweise sogar blauen Himmel gesehen, wie man hier beispielsweise durch die Wetterkamera vom Roswald sieht. Für am Dienstag melden die Meteorologen wieder besseres Wetter für das ganze Oberwallis. Trotz Wolkenfelder kommt nämlich immer mal wieder die Sonne auf ihr schauen. Die Temperaturen sind zermatt um die minus 3, im letzten Tal um die 0 und zieders um die plus 3 Grad. Immer schöner kommt es während der Woche. Mittwoch bis Freitag sind die Prognosen sehr sonnig aus und es kommt euch wieder wärmer. Wir haben Augen und Ohren offen nach den Geschichten um Wallis natürlich am Dienstag wieder und berichten am Abend in den Walliser Nachrichten darüber. Bis dann wünschen wir gute Zeit.